Alter, was geht ab, Leute? Hier auf dem Weg zu meinem YouTube X-Raid. Ich wünsche euch allen viel Glück. Schreibt unten in die Kommentare, wie euer Raid so lief. Trotz dem harten Regen hier. Es gab sogar schon Leute, die haben den X-Raid jetzt abgesagt. Gehen nicht hin wegen dem Regen. Unverständlich. Mal schauen, ob sich der Weg durch den Regen lohnen wird für mich. Mein dritter 100er. Ich brauche ihn. Ich will ihn. Aber es gibt ein paar Neuigkeiten. Und zwar heute um 10 Uhr. Zum zweijährigen Jubiläum kommt ein besonderes Pikachu mit Strohhut und Sonnenbrille rund um das Thema Alola halt. Ist ganz cool, aber keine Angst Leute, keine Sorge, da kommt noch mehr zum Jubiläum. Das war's noch nicht. Das ist nicht das Einzige, was kommt. So, wieder zu Hause. Mewtwo Raid überstanden. Das blende ich hier nebenbei mal ein. Alter, das Wetter war abnormal. Richtig krank. Während ich das mache, haben wir natürlich eine Box am Start. Danke an King's Loot. Mehr zu den unten in der Beschreibung. Jeden Monat eine Box zu einem speziellen Thema. Moment. Haben die natürlich hier noch gut verpackt. Mit einem Siegel, sag ich mal. Erinnert mich an so alte Zeiten. Mit dem Siegel. Bei so Briefen. Okay. King's Loot. Danke, wie gesagt. Ich bin gespannt. Ich liebe die Teile, Mann. Es ist einfach so wie... Ihr kennt ja, ihr wisst ja, ich habe Yu-Gi-Oh! Gespielt. Das geilste oder eine der geilen Sachen an Yu-Gi-Oh! Waren ja die Packs, die Booster. Einfach diese Überraschungen. Okay, was sehe ich hier? Was sehe ich hier? Also, King's Loot lobe ich immer. Warte mal. So, damit das nicht im Weg ist. Für die Verpackung. Ihr seht, alles tiptop gut verpackt. Dann haben wir hier die Anleitung. Die brauchen wir nicht. Weil wir wollen uns wie immer überraschen lassen. Da haben wir natürlich, ihr seht es hier, also Top-Verpackung. Also wie immer haben wir hier ein Shirt. Und wie meistens habe ich keine Ahnung über das Motiv. Ich kann auf jeden Fall mal sagen, die Farbe gefällt mir. Dieses dunkelblau-graue. Checkt übrigens meinen Shop ab. Ich habe da einen neuen am Start. Und ja. Da haben wir auch mehr Farben zur Auswahl. Link ist unten in der Beschreibung, aber I want you to skedaddle out of my way, loser. Wie gesagt, wie immer keine Ahnung. Aber ein Shirt kann man immer gebrauchen. Was auch immer am Start ist, ist ein Pin. Thema War. Tolles Thema. Alles klar. Dankeschön. Dann habe ich hier Dog Tags von Wolfenstein. Wir hatten letztens was ziemlich cooles. Das war eine Super Nintendo Controller Kette. Aber die sind auch ganz cool. Au. Yo, was ist das, Mann? Was ist das? Irgendwas Avengers? Keycovers? Oh. Lava? Wie funktioniert das? Moment. So. Ich würde jetzt sagen, das können wir theoretisch direkt ausprobieren. Problem ist, ich habe das gerade ausprobiert. Ich habe es nur wieder rausgeschnitten, weil mein Schlüssel passt gar nicht da rein. Coole Sache, aber nicht universal. Eule. Ich habe es genau da drauf geworfen. Schade. So, weiter geht's. Da sehe ich was von Call of Duty. Ah, schade. Ich dachte schon ein Fernglas, aber es ist ein Flaschenöffner. Und Taschenlampe. Okay. Flaschenöffner plus Taschenlampe. Komische Kombination, aber okay. Cool. Wieso nicht? Dann haben wir hier was Größeres. Dementsprechend auch diese Schutzfolien. Und zwar haben wir nicht nur eine Tasse, sondern gleich zwei. Thema Star Wars, ihr wisst, ich bin jetzt nicht so ein großer Star Wars Fan, aber danke, coole Sache. Und das war's eigentlich auch schon. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, wir haben lang genug gelabert, dass der Mewtwo Raid zu Ende gelaufen ist. Es war mein schlechtestes Mewtwo bisher. 22:00. Hab versucht mit Gelber Berge zu fangen, aber
wollte einfach nicht drin bleiben. Dann habe ich irgendwann auf Goldene gewechselt und dann war es kein Problem. Immer noch 100% Fangrate. Nicht nur für mich. Ich habe bisher jeden Mewtwo gefangen. Für mich selber und für alle anderen. An dem Tag auch wieder zwei. Was heißt an dem Tag vorhin? Auch noch für zwei andere. Und ja, schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Habt ihr Mewtwo gefangen? Wenn ja, wie gut? Und ich weiß, für nächste Woche haben viele zum ersten Mal eine Einladung bekommen. Also Glückwunsch und viel Glück für nächste Woche. Nächste Woche bin ich nicht am Start, da habe ich keine. Denke jetzt dann morgen, wenn wir ein bisschen raiden, wird wahrscheinlich eine Einladung davon kommen. Aber ja, schaut dann Kings Loot für die Box. Link ist unten in der Beschreibung, wie gesagt. Und das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Wie gesagt, checkt den Shop ab. Neue Preise, neuer Shop. Lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten, Pokémon ist serious business.